MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. Wir sind auf dem Weg nach Verona von Metz aus und wir fahren einen Traktor, den RS 666 mit uns. Aktuell sind wir noch im Gotthardtunnel unterwegs, sind bald in Milano angekommen und also ich hoffe zumindest, dass wir bald in Milano ankommen, weil das dauert ja hier ungefähr 50.000 Jahre, bis wir durch diesen Tunnel sind. Aber ich bin für Turbo-Modus. Halt, jetzt. Ja, wir sind durch. Da guckt ihr, ne, wie schnell das ging. Unfassbar. So schnell kommt man durch den Gotthardtunnel. In echt dauert das gefühlte 20 Jahre, im Spiel 5 Minuten. Noch nicht mal. 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute, ich weiß es nicht. Schon wieder ein Tunnel? Ah ja, stimmt. Auf dem Weg nach Italien sind ja gefühlte 200 Tunnel, die man nicht umfahren kann, weil sie ja so hübsch sind. Weil sie jeder bewundern möchte. Nein, möchte sie nicht jeder bewundern. Nein. Haben wir keine Rundumleuchte auf dem Kopf? Also oben auf dem Dach? Wären wir irgendwie neu? Da bin ich doch hoch. Da bin ich doch froh, dass der Anhänger ein Rundumleuchtchen hat. Bido, 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 Bido. Boah, ich liebe ja die Minions, ne? Die sind so cool. Mit Steve und Bob. Und ich weiß gar nicht, wie heißen die anderen beiden? Steve, Bob und keine Ahnung. Juckt mich und nicht. Juckt mich nicht. Nein, ich weiß wirklich nicht mehr, wie sie heißen. Aber es ist schön zu wissen, dass der Fehler gefunden wurde mit dem USB. Habe ich ja im letzten Part erwähnt. Im Übrigen findet ihr die komplette Episode 4 von Euro Truck Simulator 2 in der Videobeschreibung als Playlist. Unter anderem könnt ihr natürlich dann einfach auf meinen Kanal gehen und dort auf Playlisten gehen. Und dort könnt ihr auch Episode 1 bis 4 durchgucken. Wer mal Langeweile hat. Guckt euch die ersten Parts an, Leute. Boah, ich habe so gefailt. Ich wusste nichts mit diesem Spiel anzufangen. Ich habe damals tatsächlich mit dem Euro Truck Simulator angefangen, mit dem ersten Teil. Oder war, nein, Moment. Doch, mit dem German Truck Simulator habe ich angefangen. War ja rein nur Deutschland. Und danach kam der Euro Truck Simulator raus. Und mittlerweile ja der 2, American Truck, Scania Truck Driving Simulator. Es kamen ja viele verschiedene raus, ne? Muss man einfach mal gesagt haben. Ist ja nicht so, dass es nur einen gibt, sondern direkt 20. Kurzen Moment. So, ich war mal so frei und hab ganz kurz die Fenster zugemacht, weil es wurde echt kalt. Ist immer noch kalt. Ah, da ist noch ein Fenster auf. Moment. Aua, jetzt habe ich mich aber verletzt hier. Ah, ich bin sterbenskrank. Nein! Ich wollte eigentlich Musik laufen lassen. Aber ich finde, Musik hält einfach einem von den Themen ab. Deshalb finde ich das nicht gut. Was ich gerne wissen möchte von euch, das habe ich vor langer Zeit schon mal gefragt in vorherigen Episoden. Aber ich möchte es gerne noch einmal wissen. Und zwar, was liebt ihr mehr?
Nvidia oder AMD? Das ist ja so ein jahrelanger Kampf. Den habe ich jahrelang auch mitgemacht. Dazu möchte ich euch gerne eine kleine Story erzählen. Unter anderem auch Prozessorentechnik, AMD und Intel. Und zwar habe ich damals von meinem Cousin einen Rechner geschenkt bekommen. Den musste ich komplett selber zusammenbauen. Dabei habe ich dann das Mainboard zerschrottet. Bin nämlich mit dem beim Einbau des Prozessorkühlers bin ich tatsächlich leider abgerutscht und habe einen Hauptleiter auf dem Mainboard so erwischt, dass er natürlich durch war und keine Daten mehr senden konnte und das Mainboard zeigte nichts mehr an. Ich erwische natürlich immer die wichtigen Sachen. Wenn es jetzt ein USB-Port ist, der defekt ist, wäre mir egal gewesen. Nein, ich erwische sowas. Erstmal ja nicht schlimm. So, auf jeden Fall war da ein Intel Pentium 2, Intel Pentium 4 Prozessor drin mit 3 GHz. Single-Core natürlich, ne? Damals waren Single-Cores ja noch in. Und vorinstalliert auf der Festplatte war Splinter Cell. Welches weiß ich leider nicht mehr. Es hatte so eine geniale Grafik, dass mir die Kinnlade auf dem Boden lag. Weil vorher konnte ich Spiele nur auf niedrig spielen. Ich hatte einen so schlechten Rechner, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der war wirklich grottenschlecht, ja. Mittlerweile habe ich das ja zum Glück nicht mehr. Kostet natürlich auch eine Stange Geld und muss man natürlich lange Zeit für sparen. Aber ich denke mal, wenn man so ein Hobby hat, sollte man da so ein paar Euronen reinlegen. Was ich sagen wollte ist, ich habe damals mir dann gedacht, ich hatte eine GeForce eine GT 760, glaube ich, hieß die. Ich weiß es nicht mehr, ist lange, ist wirklich alt. Und habe mir dann die neueste AMD-Grafikkarte geholt. Viele von euch wissen es nicht, aber AMD galt damals als nicht so prickelnd, alleine durch seine Treiber. Die haben heutzutage noch Treiberprobleme. Und die Grafikkarten von denen werden noch nicht mal so schlecht im Vergleich zu Nvidias. Was heißt nicht so schlecht? Die sind nicht schlecht. Also AMD ist gut, Preis-Leistung halt. Und damals gab es halt ein enormes Treiberproblem. Ich konnte selbst Splinter Cell nicht mehr auf hoch spielen. Ich konnte keine Daten, also nichts mehr korrekt angezeigt bekommen. Und dann kam irgendwann Oblivion raus. The Elder Scrolls Oblivion. Und ja, so lange hatte ich diesen PC, ja. Nicht wundern. Ich kam damit lange zurecht. Okay, irgendwann habe ich ihn übertaktet. Hab mich da reingelesen und alles. Und es ging auch einiges kaputt. Aber sei mal dahingestellt, wenn man es nicht kann, dann macht man seine Fehler. Und von daher ist das auch erstmal nicht so der Rede wert und hat mit dem aktuellen Thema nichts zu tun. Und habe dann Treiberprobleme gehabt ohne Ende. Ich hatte bei Oblivion in den mittlersten Einstellungen, oder waren es niedrig? Ich glaube so niedrig-mittel-Einstellungen hatte ich. Extreme Probleme mit Schattenbildung und. Also es gab da wirklich Probleme ohne Ende. Habe mir dann in diesem Zeitraum ebenfalls wieder die neueste AMD-Grafikkarte geholt. Weil Portemonnaie ist ja relativ leer gewesen damals. Weil noch nicht arbeiten gewesen, eher Schule oder nach der Schulzeit noch Schule gemacht. Auf jeden Fall sah es ja danach so aus. Ich habe die Grafikkarte eingebaut, alles passte auch, der Prozessor hatte tatsächlich genug Leistung und ich hatte wieder die Schattenprobleme. Und dann habe ich mir überlegt, hol dir nochmal die PC Games Hardware von damals, nein, die GameStar, da gab es nämlich einen Test. Da gab es auch ein Tool zu, wie man die Grafikkarte einstellen konnte oder beziehungsweise das Tool hat es dann eingestellt für einen selber. Und Leute, ich schwöre es euch, es ging immer noch nicht. Und ich habe verzweifelt geschaut. Ich denke so, das kann doch nicht sein. Woran liegt denn das? Woran liegt jetzt, dass ich das nicht machen kann? Ja, bis ich auf die Grafikkarte gekommen bin, Leute, hat gedauert. Und gedauert. Ich habe dann die Grafikkarte genommen, damals bei eBay reingesetzt, verkauft, für wenig Geld. Habe auch reingeschrieben, dass sie scheiße ist. Und habe mir dann eine Nvidia geholt. Damals war das, glaube ich, die GeForce GTX 7600. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir kurze Zeit danach die GeForce GTX 8800 gekauft. Oder 8800 GTX habe ich mir geholt. So war das. Und Leute, es lief.
Irgendwann habe ich dann aufgerüstet, natürlich Prozessor und so weiter, Mainboard und diese Grafikkarte. Diese GeForce GTX 8800. Ich schwöre es euch, Leute, die war so brachial schnell. Vergleichbar heute der Unterschied zur von 89 auf 1080. Ist ein großer Unterschied, so war sie. Und ich habe jetzt nur ein Ticket bekommen, ne? Ja. Auf jeden Fall war der Unterschied schon gigantisch und ich habe mir geschworen, nie mehr AMD zu kaufen. So, in diesem ganzen Verlauf habe ich auch irgendwann mal zu einem AMD-Prozessor aus Versehen gewechselt. Den habe ich damals dann meinem Schulkumpel gegeben, beziehungsweise verkauft, weil er hatte noch so eine richtig alte Möhre. Und ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, hätte er diesen immer noch. Und zwar bin ich damals gewechselt auf AMD Athlon X2 irgendwas. Warte mal, mein erster Dual-Core-Prozessor. Wow, dachte ich mir. Zwei Kerne, geil. Eine Leistung für den Arsch. Der Cache war zu niedrig. Also zu wenig. Und die Zwischenspeicherfunktion hat überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich mir doch gedacht, so scheiße, du hast schon wieder AMD gekauft. Beziehungsweise ATI damals die Grafikkarten ja noch. Und AMD halt Prozessoren. Ich glaube, damals gehörten die noch nicht zusammen. Und mittlerweile habe ich dann mir geschworen, ich werde keine AMD beziehungsweise ATI-Grafikkarten holen, beziehungsweise auch Prozessoren von AMD nicht. Einfach aus dem Prinzip, ich bin da einmal heftig aufs Maul gefallen, habe dafür sehr viel Geld ausgegeben damals und wurde aufs Äußerste enttäuscht. Dafür besteht mein Rechner aus Intel CPU und Nvidia Grafikkarte, weil diese Kombination einfach super funktioniert, habe noch nie Probleme gehabt mit der Grafikkarte. Die Vorgängerversion hatte ich ja die 89. Ah ja, was ich damals noch sagen wollte. Die 8800 GTX habe ich dann irgendwann zweimal drin gehabt, weil die spottbillig im Internet zur Verfügung stand. Und habe die dann im SLI laufen lassen. Das war natürlich nochmal ein Fortsprung überhaupt. Und dann habe ich mir ein Netzteil kaufen müssen, natürlich, weil die Leistung natürlich deutlich höher ist. Und Leute, ich schwöre es euch, ich habe das Netzteil angeschlossen, eingesteckt und paar flog die Sicherung erstmal raus. Und dann dachte ich, du bist endlich im High-End-Bereich angekommen. Das war so cool. Und ja, Thema Stromverbrauch ist natürlich auch noch so eine Sache. Was die Spiele heutzutage von den Systemen fordern, ist ja unfassbar. Aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Das wollte ich eigentlich schon nur mal erzählen, deshalb finde ich AMD nicht mehr so prickelnd. Aber ihr könnt gerne mal eure Erfahrungen mit Intel bzw. mit AMD in die Kommentare posten. Würde mich freuen, ich habe ja auch relativ ältere Zuschauer dabei, ich glaube so 10 oder so. Und die kennen die Computergeschichte ein bisschen länger, vielleicht sogar als ich. Ich habe gestartet mit einem Commodore C64 oder Amiga, eins von beiden ist älter, beide, ich hatte beide, immer geschenkt bekommen als Altware so gesehen. Boah, ich weiß noch, wir hatten einen Rechner, Leute. Oh, der war so langsam. Boah, war der langsam. Und dann ins Internet. Ich hatte mir damals ein Spiel geholt, das musste man im Internet spielen. Ja, wir hatten kein DSL. Wir hatten Modem. Kennt ihr das noch? Modem? Kennt ihr noch Modem? Ich weiß nicht, wie viele von euch Modem kennen, aber ich kenne es noch, Leute. Und ich schwöre es euch. Piep. Piep. Das war ungefähr ein Modem. Und ich schwöre es euch, Leute. Ich habe nicht gewusst, dass dieses Spiel per Modem runtergeladen wurde. Das heißt, man hat sich immer in Modem die in dieser Software die günstigsten Preise rausgesucht, die aktuell aktiv waren. Hat sich so gesehen bei diesem Anbieter eingewählt und konnte dann surfen. Geschwindigkeit war bestimmt 64K. B. Wow. Ich habe ja wohl früh geblinkt, ne? Früh genug vor allen Dingen. Du, Hiopai, du. Du Tönnes. Oh, ich muss hier raus.
Und ich habe das Spiel dann eingelegt. Also Inhalte müssten gedownloadet werden. Dann habe ich meine Ma damals gefragt, ist das okay für dich, Mama, wenn ich das runterlade? Ist ein Spiel. Scheinen anscheinend noch ein paar Daten online runtergeladen werden zu müssen. Ist bestimmt Kopierschutz. Boah, das war der größte Fehler, den ich je begangen habe. Und das kann ich euch schwören. Weil das ganze Spiel runterladen musste. Ich schwöre es euch. Das ganze verdammte Spiel musste ich runterladen. Damals war Internet, ich schwöre es euch, verdammt teuer. Und ich bereue es immer noch. What the fuck? Ich habe 1% Schaden? Nein! Mann, das war bestimmt der Typ von gerade. Oh nein, ich weiß, was das war. Das war ich selber in der Garage bestimmt. Wo ich dagegen gefahren bin, gegen die Mauer. Nein, ich trottel. Egal, das bringt trotzdem viele Punkte. Das soll jemand wecken auf der Autobahn. Dieses Geräusch. Lächerlich. Willkommen in Verona. Ich glaube, in Verona selber waren wir noch nicht. Die Jungs hier sehen das auch nicht so eng. Sah gerade so aus, als ob ich von beiden Seiten dran fahren könnte. Bevor die Frage gestellt wird, ich fahre mit dem G27. Wollte ich nur nochmal loslassen. Die Frage. Die Antwort. Das Kommentar! Ich weiß es nicht. Der 1-2-0 spielt Omsi 2. Volvo-Händler entdeckt. Schön. Na, das freut mich doch zu lesen. Kurz noch mal was trinken. Muss jetzt nur noch die Bremse loslassen, dann schießt er da vorne. Duell gegen einen Bus gewonnen. Der wurde noch nie so versägt. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Der Hof von Potspeed ist noch nie gigantisch groß gewesen. Ich weiß eigentlich, dass er sehr klein ist, aber auf die Hoffnung natürlich, hier ordentlich einparken zu können, müssen wir ein bisschen tricksen. Was aber eigentlich für uns kein Problem ist. Ich doch. Kein Problem. Ja, ist gute Arbeit leider nur. Na, immerhin 1118 EP, ne? Oh, fast Level 17, coole Sache. So. Wir haben ja jetzt die, naja, aus Versehen hier unten in Milano. Ach ne, Quatsch, ich brauche erstmal Garagenmanager. Wo haben wir die Werkstatt gekauft? In Straßburg, Entschuldigung. Da haben wir ja aus Versehen
lustigerweise die Dingens gekauft gehabt, damit wir pennen konnten, so gesehen. Und so. Jetzt brauchen wir natürlich dafür ein paar LKWs. Nehmen wir Benz? Nehmen wir einen Benz. Haben wir einen Benz-Händler? Wir haben einen Benz-Händler in Polen. Super. Wie übrigens den Namen Benz auf euren LKW bekommt, ganz einfach, Leute, updatet euer Spiel verdammt nochmal. So. Wir nehmen natürlich die beste Ausführung. Oh, der ist schön. Gigaspace. Big Space, Gigaspace. Wir gehen mal auf Ausführung ändern. Die Farbe ist schon mal richtig geil. Ah, okay. Das ist ein Unterschied, ne? Halt, Warenkorb einmal leeren. So. 6x4 Fahrwerk dran. Der große 578 PS Motor, der aktuell verfügbar ist. Das exklusive Gigaspace Design. Schick. Dieses wunderschöne Rot nehmen wir natürlich auch. Gibt es hier eine Verblendung für jetzt echt? Geil. Seitenverblendung mit Auspuff. Ohne Auspuff. Ist irgendwie keine da, ne? Also kein Auspuff da, denke ich mal. Ah, da vorne ist der Auspuff. Okay, ich sag nichts mehr. Sonst finde ich den eigentlich so schön, wie er ist, ne? Kann ja eigentlich nicht meckern. So, das Lämpchen oben drauf. Und dann gehen wir nochmal rein. Das exklusive Lenkrad dran. Eine Schwarzmüller-Tasse. Was können wir hier? Achso, das ist nur der Spiegel, das originale Spiegel. Ein Geschenk. Paket. Bett hat der Vorgänger bzw. derjenige, der ihn vorher gefahren ist, auch nicht gemacht. Super. So. Den da oben kaufen wir jetzt und frachten ihn hier unten rein. Wunderbar. Nochmal. So. Nochmal. So. Nochmal, weil es da so viel Spaß macht. Ah, schön. Schön ist auch, dass wir endlich wieder so viel Kohle haben wie früher. Also so viel Geld hatten wir jetzt nicht auf dem Konto, aber wir hatten schon einiges. So, ich brauche für meine Garage in Straßburg noch Fahrer. Davon jede Menge. Einmal der Samuel. Herzlichen Glückwunsch hier im Team. Dann haben wir den Juraj, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt auch wieder hier bist. Dann haben wir den Viktor. Herzlichen Willkommen, Viktor. Dann haben wir den Wine. Herzlich Willkommen, Wine. Und letzter Kandidat ist Madison. So. Gut präsentiert, ne? So, ist die nämlich auch volle Hütte, ne? Jede wirft 100% ab, außer wir. Wegen mir wahrscheinlich, ne? Nein, eine fährt nur 85%. Entschuldigung. Welche ist das? Ja, das ist die, wo wir drin sind. Super. Die hat ja vor kurzem erst aufgemacht, hat aber schon täglichen durchschnittlichen Profit. Platz Nummer 3. 4, Entschuldigung. Beste ist die Firma in Oslo, danach kommt Osnabrück, Bergen, Brüssel und als nächstes kommt wahrscheinlich Straßburg. Wir sind hier auf Bergen aktuell, ja, selbst gelistet. Für die Leute, die nochmal gerne wissen möchten, mit welcher Grafikeinstellung ich fahre in Full HD, mit vertikale Synchronisation an, um einfach Bildfehler zu vermeiden und Grafikkartenabstürze. 400%ige Skalierung, Antialiasing, Hochkontrastgrafik, Tiefen und Schärfe, Tiefenschärfe, Sonnenstrahlen und Farbkorrekturen sind an. Spiegeldetails, ich glaube, hier ist alles auf Maximum. Wenn nicht, kann ich das jetzt noch gerade schnell machen.
nein, das Maximum, also alles auf Hoch oder Ultra. Die anisotropische Filterung ist auch voll auf. Normal Mapping ist an, Scheinwerfer des Verkehrs sind an. Zusätzliche Fahrzeugbeleuchtungen sind an. Reichweite des Lichtkegels ist ganz hoch und Fußgänger sind natürlich auch am Start. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann Montag wieder, Leute. Macht's gut, bleibt wie seid und tschüssikowski!